Willkommen in unserem Coating Guide. Die richtige Schichtstärke zu erreichen, bedarf vieler Kleinigkeiten und etwas Übung. Die richtige Einstellung von Stromstärke und Stromspannung sowie Förderluft und Zusatzluft sind wichtig. Allem voran, achtet aber bitte auf eine wirklich gute Erdung. Vergleichen wir einmal eine zu geringe mit einer zu hohen Schichtdicke. Bei zu dünnen Schichtstärken scheint der Untergrund durch und der Farbton ändert sich. Aber auch die Strukturausprägung ist eine andere und die Oberfläche wird grisig. Der schlimmste Punkt ist jedoch, dass eine dünne Schichtstärke keinen Korrosionsschutz mehr bietet. Unzureichende Deckung tritt meist in Bereichen von faradäischen Käfigen auf. Lösungen dazu haben wir bereits in einem anderen Video besprochen. Ist hingegen zu viel Pulverlack auf dem Bauteil, haben wir auch enttäuschende Fehlerbilder. Bilderrahmeneffekt, Wulst- und Tropfenbildung oder Orangenhaut. Die Strukturausprägung ist aber auch in diesem Fall schlecht, weil der Lack zerfließt. Es gibt aber auch ein gröberes Problem bei zu hohen Schichtstärken. Die mechanischen Eigenschaften sind dann nicht mehr gegeben. So kann es zum Beispiel passieren, dass bei Verschraubungen die Lackoberfläche beschädigt wird und der Korrosionsschutz nicht mehr gegeben ist. Wichtig ist freilich auch, dass die Schichtstärke auf dem gesamten Bauteil gleichmäßig ist. Mit diesem Know-how, keep on coating!